Liebe Future Talk-Freunde, es ist Zeit für eine kurze Sommerpause. Wie in den vergangenen Jahren möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um euch spannende Replays der letzten 12 Monate zu präsentieren. Und eine der beliebtesten Folgen war mein Gespräch mit dem renommierten KI- und Arbeitsmarktexperten Professor Enzo Weber. Und ja, das Thema ist aktueller denn je, also selbst wenn du damals schon reingehört hast, dich vielleicht nicht mehr so gut erinnern kannst, hör nochmal in die Episode rein. Enzo Weber leitet den Forschungsbereich Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg und in unserem Gespräch tauchen wir tief in die faszinierende Welt der künstlichen Intelligenz ein und untersuchen vor allem ihre weitreichenden Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und auch auf unsere Jobs. Dieses Interview wurde im Januar aufgenommen. Ich wünsche euch viel Freude und Inspiration bei dieser Folge. Ein herzliches Willkommen aus Zürich. Meine Leitung geht heute nach Deutschland in das wunderschöne Bayern und ich begrüße sehr herzlich Professor Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB. Das ist das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Herr Weber, danke für Ihre Zeit und willkommen zum Future Talk Podcast. Hallo, vielen Dank. Schön dabei zu sein. Herr Weber, in unserem heutigen Gespräch dreht sich ja alles um die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf den Arbeitsalltag und den Arbeitsmarkt. Und ich nehme mal an, auch Sie setzen die neuen Tools rund um generative KI in Ihrem Alltag bereits ein, privat oder auch beruflich. Wie viele Stunden denn so pro Woche und was ist denn so Ihr Eindruck so nach einem Jahr ChatGPT? Also so viel nutze ich das selbst persönlich tatsächlich eigentlich gar nicht. Was ich ziemlich viel nutze, sind Übersetzungen, wenn man das jetzt als KI bezeichnen möchte. Da kommen jetzt aber nicht viele Stunden zusammen, weil das ja sehr schnell geht. Und genau deswegen mache ich es auch. Wir sind aber selber auch sehr fleißig beim Programmieren von KI. Also wir haben ja große Arbeitsmarktdaten, also Riesendatenmengen, wo zum Beispiel auch Matching eine große Rolle spielt. Und genau da kann ja KI, das weisen wir mittlerweile auch nach, kann auch wirklich deutliche Vorteile bringen. Gleichzeitig, wir haben zum Beispiel auch mal eine Analyse gemacht, was um die Tendenziosität von Texten zu erkennen. Und auch da hat man festgestellt, ja, auch so eine Sprachanalyse, das funktioniert doch schon ziemlich gut. Ja, wir haben etwas Ähnliches bei uns installiert, wo so dieses Tone of Voice und inwieweit man jetzt eher freundlich schreibt oder weniger freundlich, es geht in die ähnliche Richtung, nehme ich mal an. Ne? Oder dann tendenziös ist wahrscheinlich dann eher bestimmtes Meinungsbild abzubilden oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also da ging es jetzt nicht so sehr um freundlich oder unfreundlich geschrieben, sondern wirklich darum, ob da in Texten im Grunde mit der Tonalität strategische Propaganda betrieben wird oder nicht. Also schon eine Nummer härter. Aber auch das hat ein klares Ergebnis erbracht. Genau, also wir sehen, dass es mehr gibt als ChatGPT und die KI natürlich sehr breit ist. Wir haben im Sommer in der Schweiz eine Umfrage unter 1000 Arbeitnehmenden zum Einsatzpotenzial von generativer KI im Berufsalltag durchgeführt. Und es waren teilweise doch sehr spannende Ergebnisse. 16% der Befragten äußerten Angst oder Bedenken hinsichtlich generativer KI, während doch 46% waren es, sich eher optimistisch und positiv zeigten. Diese positive Haltung war für mich überraschend und bei einer ähnlichen Frage bezüglich Jobangst war die Ausprägung ähnlich. Ein bisschen mehr Leute, die mehr Sorgen haben, aber es überwiegten doch die, die relativ relaxed noch damit umgehen. Haben Sie denn ähnliche Einschätzungen im Hinblick auf KI auch in Deutschland beobachtet, auch stimmungsmäßig, was Jobangst angeht? Also wenn man ehrlich ist, das Thema KI, das ist für die allermeisten Menschen ein extrem abstraktes Thema. KI an sich ist Science Fiction für die allermeisten Menschen. Kaum jemand kann sich irgendwie wirklich konkret vorstellen, was das bedeutet. Klar, das Wort Intelligenz scheint dann irgendwie menschengleich zu sein. Wenn dann allerdings die ersten Erklärungen kommen, ja, das sind irgendwelche nichtlinearen Algorithmen, spätestens da ist dann aus, was sollen denn Algorithmen sein? Also dementsprechend ist das Thema für die meisten Menschen einfach extrem schwer zu fassen. Und sie sehen auch wenig die Anknüpfungspunkte,
was jetzt ihre eigene Arbeit angeht. Deswegen zu beurteilen, ob meine Arbeit jetzt betroffen ist und wie, das ist schwer zu sagen. Da bestehen also sehr große Hürden. Auf der anderen Seite entwickeln sich jetzt Technologien, die natürlich ziemlich niederschwellig nutzbar sind. Also gerade Applikationen von generativer KI, da können ja durchaus komplexe Algorithmen im Hintergrund ablaufen, aber die Anwendungsfähigkeit ist schon gegeben und die kann man dafür braucht man nur zu Hause einen Rechner, um das einfach mal auszuprobieren. Insofern wird es da schon wieder besser greifbar. Insgesamt damit aber natürlich auch sehr umfassend einsetzbar. Also es geht dann nicht mehr nur um bestimmte Automatisierungen, Anwendungen, die vielleicht in irgendwelchen Fabrikhallen ablaufen, wofür sowieso ein Arbeitgeber und nicht man selber zuständig ist. Das ist ja jetzt anders. Also man hat die Möglichkeit, wirklich unmittelbar einzusetzen. Von daher gibt es so zwei Stränge, an denen oder ein Strang, an denen in entgegengesetzten Richtungen gezogen wird. Einmal das Thema an sich technologisch ist extrem komplex und abstrakt, aber in der Anwendung kann es sogar viel näher an die Menschen heranrücken, als das früher der Fall gewesen ist. Und ChatGPT ist ein gutes Beispiel dafür. Also man sieht ja, dass schon sehr viele Büroarbeiter das nutzen. Inwieweit sie schon effizient wirklich nutzen, ist noch eine andere Frage. Aber dadurch ist die Technologie natürlich jetzt wesentlich näher beim Menschen dran, richtig? So ist es. Und damit ist es auch eine Technologie, die nicht wie frühere Automatisierungen eher klassischer Prägung, eben hatte ich die Fabrikhalle erwähnt, die einem eher so vorgesetzt werden. Also das ist jetzt hier die neue Technologie. Da muss man dann halt die Bedienungsregeln erlernen und dann geht es weiter, sondern wie man generative KI einsetzt, wofür, auf welche Art und Weise, wie man das mit seinem Job in seinem Job kombiniert, das ist erstmal nicht vorgegeben. Das ist etwas, das kann man entwickeln. Und damit hat es natürlich eine zusätzliche Anforderung. Also man kann nicht einfach das Lastenheft durchlesen und fertig. Aber gleichzeitig bietet es natürlich die zusätzlichen Möglichkeiten und Anknüpfungspunkte. Ich kann das selber in die Hand nehmen und so einsetzen, wie es für die Entwicklung meines Jobs positiv ist. Also das hat genau den positiven Ausblick auf diese Technologien. Und genau da müssen wir anknüpfen. Das ist die große Stärke. Denn wenn wir vor dieser Science-Fiction-Hürde stehen bleiben, oh Gott, KI, was soll das sein? Das muss man da programmieren können. Ist das nicht viel zu schwierig? Und so weiter und so fort. Wenn wir da landen, dann ist die Hürde sicherlich viel größer als bei früheren Technologien. Wenn wir aber wirklich bei der Perspektive landen, ja, da gibt es die Möglichkeiten, wie ich meine Tätigkeiten damit selber in die Hand nehmen und prägen kann. Dann ist die Hürde niedriger. Da ist auch Weiterbildung und Training ganz wichtig. Da kommen wir später noch darauf zu. Nochmal ganz kurz zu dieser Angst um den Job. Mit generativer KI betrifft er jetzt auch erstes Mal im größeren Stil, also mittleres Management, klassische Bürojobs, kreative Berufe auch. Haben die Menschen vielleicht mehr Angst, weil eben damit zum ersten Mal so die bisher unangefochtene menschliche Kreativität bedroht wird oder zumindest so wahrgenommen wird? Oder ist es erstmal so ein üblich pessimistische Reaktion, auch noch getrieben ein bisschen durch die Medien bezüglich des technologischen Fortschritts. Ich würde gar nicht unbedingt sagen, pessimistisch. Ich würde das als relativ normale Reaktion einschätzen. Denn in dem Moment, wo eine Technologie Tätigkeiten betrifft, die jetzt schon da sind und von Menschen ausgeübt werden, ist es ja ganz naturgemäß so, dass diese Tätigkeiten einem natürlich wesentlich näher stehen als alle Tätigkeiten, die man vielleicht in der Zukunft neu oder anders ausüben wird. Denn die hat man ja noch nicht erfahren. Aber die unmittelbare Erfahrung betrifft immer das, wie man es bisher gemacht hat. Wenn da dann etwas dazwischen kommt, dann empfindet man das zumindest erstmal, manchmal vielleicht auch als Bedrohung, aber zumindest erstmal als Aufrütteln. Da ruckelt dann was. Und da muss man dann erstmal hinterherkommen. Das ist, glaube ich, ganz natürlich so. Und dementsprechend
haben wir ja auch in jeder Welle des technologischen Fortschritts die Diskussion, jetzt geht uns aber die Arbeit aus. Ganz einfach, weil wir sehen, okay, Arbeit, die wir bisher gemacht haben, macht jetzt eine Technologie. Dass es auch die andere Seite gibt, also die neuen Entwicklungen von Tätigkeiten, die Veränderungen von Tätigkeiten, das ist etwas, das ist sehr viel abstrakter, weil wir diese Seite noch nicht selber erlebt haben. Also von daher sind das, würde ich sagen, wenn man sich die Geschichte des technologischen Fortschritts anguckt, relativ normale Reaktionen, bei denen man aber auch weiß, wie man denen beikommen kann. Jetzt ist es in der Tat so, es ist viel umfassender. Also wir hatten, sagen wir mal, nach dem Zweiten Weltkrieg, Wirtschaftswunder, da hatten wir dann irgendwann die Automatisierung der Helfertätigkeiten. Also der Anteil von Helfern, von Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung ist seitdem deutlich geschrumpft. Das war mal die größte Gruppe im Arbeitsmarkt. Heute ist es mit Abstand die kleinste. Danach, so in den 90ern, ab den 90ern, da hatten wir die Diskussion Polarisierung. Jetzt geht es an die mittelqualifizierten Tätigkeiten. Keineswegs so klar, ob das in Mitteleuropa tatsächlich auch so eingetreten ist. Aber heute sind in der Tat auch die hochqualifizierten Tätigkeiten im Fokus. Und da heißt es dann, Sie haben es genannt, Kreativität. Jetzt muss man aber wirklich genau gucken, was meint man eigentlich mit Kreativität? Meint man damit, neue Texte zu erstellen? Ja, das kann Technologie heute. Meint man damit, neue Muster zu erstellen, weil auch zum Beispiel neue Grafiken und anderes? Ja, das kann Technologie auch. Meint man damit aber wirklich grundsätzlich Neues zu erstellen und auch von sich selbst abstrahieren zu können, dann kann Technologie das nicht. Das können Menschen und das ist die eigentliche Kreativität. Also wenn man einfach nur meint, irgendwas neu hinzuschreiben, ist Kreativität, dann hat man vielleicht das Wort bisher auch nicht ganz richtig verstanden. Und deswegen kann uns das aber vielleicht auch helfen, nochmal richtig drüber nachzudenken, was sollte unsere Kreativität eigentlich sein? Sollte das sein, 0815-Muster neu zu erstellen, was vielleicht wirklich ein Computer auch besser kann? Oder sollten wir nicht einfach schauen, was wir mit einer anderen Art von Kreativität erreichen können? Also von daher, die Technologien können heute umfassender den Arbeitsmarkt betreffen, auch im Qualifikationsspektrum. Aber vielleicht sind wir deswegen auch besser reaktionsfähig darauf, weil es zum Beispiel heute auch Menschen betrifft, die ja schon sehr abstrakte allgemeine Fähigkeiten ausgebildet haben und dementsprechend vielleicht auch besser als ein Helfer der Wirtschaftswunderjahre in den 60ern in der Lage sind, darauf zu reagieren und die Technologien einzubeziehen in die Arbeit. Sehr wichtiger Hinweis. Und wenn ich jetzt bezüglich Arbeitsplätze zurückschaue, die letzten 100 Jahre, so wie Sie es auch gesagt haben, jede neue technologische Entwicklung hat letzten Endes im Saldo dann auch nicht zu einem Arbeitsplatzverlust in der Summe geführt, sondern es sind eben viele neue Jobs entstanden. Und so wie ich es raushöre, denken Sie, dass es jetzt auch genauso wieder kommen wird, oder? Es werden sicherlich einzelne Jobs verlieren oder Tätigkeiten sich stark verändern, aber in der Summe werden wir wahrscheinlich mehr Jobs haben, oder? In der Summe wird die Beschäftigung nicht zurückgehen. Das ist genau so. Und das sind viel grundlegendere Mechanismen, als wir uns so vorstellen. Also selbstverständlich werden Tätigkeiten, an die wir jetzt gewöhnt sind, in Zukunft nicht mehr oder zumindest nicht mehr so von Menschen ausgeübt werden. Und das ist auch nicht wenig, denn KI. Meine KI an sich als Technologie zu beschreiben, ist vielleicht schon fragwürdig, weil es ja eher ein ganz breites Technologiefeld ist, das ganz viele verschiedene Technologien in allen möglichen Anwendungsfällen generieren kann. Und dementsprechend ist es auch etwas, das wirklich für die gesamte Wirtschaft, egal ob jetzt Dienstleistungen, Produktion, egal ob hochqualifizierte Jobs oder Jobs ohne Ausbildungsanforderung, überall kann und wird das relevant werden. Jetzt ist es allerdings so, dass dann auch ganz allgemeine wirtschaftliche Abläufe eintreten. Also
Wenn ich eine solche Technologie einführe, dann steigere ich Produktivität. Also ich schaffe mehr Wert mit weniger Arbeitsinput oder mit dem gleichen Arbeitsinput. Wenn ich Produktivität steigere, dann tue ich das ja, um Einkommen zu generieren. Das ist ja kein Selbstzweck, sondern das tut man ja unternehmerisch, um damit Einkommen, Umsatz und Gewinn zu generieren. In dem Moment, wo ich Einkommen generiere, generiere ich aber an anderer Stelle wieder Nachfrage. Also wenn Einkommen erwirtschaftet wird, dann ja, um etwas nachzufragen. Und wenn ich Nachfrage generiere, dann entsteht wieder der Bedarf an Jobs. Und das müssen keineswegs Jobs sein, die eng verbunden sind mit dem ursprünglichen Einsatzfeld der KI, sondern in dem Moment, wo Einkommen da ist, wird das für alles Mögliche eingesetzt. Das können soziale Dienstleistungen sein, das kann alles Mögliche sein. Und genau das läuft ab, und zwar unabhängig vom Charakter der Technologie oder der Automatisierung, die da eingetreten ist. Das ist jetzt zwar volkswirtschaftlich abstrakt, aber wenn dieser Mechanismus nicht aktiv wäre, dann hätten wir schon längst unsere gesamte Beschäftigung verloren. Also Sie erwähnten die 100 Jahre. Die wenigsten Jobs, die vor 100 Jahren da waren, sind heute noch da. Und trotzdem arbeiten heute so viele Menschen in Deutschland und in Mitteleuropa wie noch nie. Und dementsprechend muss ja so ein Mechanismus am Werke sein. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass auch in Zukunft unser Beschäftigungsstand nicht sinken wird, sondern wir mit neuen technologischen Möglichkeiten die Chance haben, Produktivitäten zu erhöhen, also mit unserem Arbeitseinsatz noch mehr zu erwirtschaften. Und das ist angesichts der demografischen Schrumpfung, die uns bevorsteht, auch wirklich essentiell. Genau, Sie haben den richtigen Punkt zum Schluss auch noch erwähnt, die demografische Entwicklung, Arbeitskräftemangel, ein Dauerthema. Das dürfte dann ja auch die Bereitschaft verstärkt in Technologie zu investieren, natürlich fördern und entsprechend hier dann vielleicht dann doch die Produktivitätszunahmen generieren, von denen die Ökonomen natürlich seit langem schon träumen, nachdem Produktivitätswachstum in den letzten, ja, 20, 30 Jahren eher abgenommen hat. Richtig? Ja, das Produktivitätswachstum dümpelt jetzt schon länger vor sich hin, anders als die Beschäftigungsentwicklung, die ordentlich nach oben ging, haben wir bei dem, was wir daraus gemacht haben, jetzt länger nicht zulegen können. Also da wird es oder wenig zulegen können. Da wird es wirklich Zeit, dass es nochmal einen Schub gibt. Man sollte sich allerdings nicht die Illusion machen, dass man damit das, was man heute irgendwie als Arbeitskräftemangel fühlt, beseitigen könnte. Es ist schon so, wenn ein Betrieb eine bestimmte Stelle nicht besetzen kann, wenn er Engpässe wahrnimmt, dann steigen für diesen Betrieb die Anreize, genau dort zu digitalisieren, genau dort zu automatisieren, damit man die Leistungen in Zukunft anders erbringen kann. Aber gesamtwirtschaftlich funktioniert das nicht. Und das liegt daran, naja, zumindest bis vor Corona haben wir ja deutlich diskutiert, oh, jetzt kommt die KI. Jetzt geht uns die Arbeit aus. Die KI kann ja in Zukunft fast alles. Heute diskutieren wir es ja eher andersrum. Ich habe keine Arbeitskräfte mehr. Wann kommt denn endlich die KI? Also genau umgedreht, die Debatte. Aber die Studien, die wir damals gemacht haben und auch bis heute, und das ist auch ein ziemlich breiter Konsens, die zeigen eben, dass durch Einsatz von Technologie der Bedarf an Arbeitskräften nicht sinkt. Das habe ich ja eben argumentiert. Aber wenn man dieses Ergebnis mal ernst nimmt, dann heißt das auch, wenn ich in einer geführten Mangellage bin, dann kann ich gesamtwirtschaftlich diesen Arbeitskräftemangel nicht wegdigitalisieren. Ich kann Fortschritt schaffen, ich kann Produktivitäten erhöhen, das ist sehr viel wert. Aber mit einer Knappheit am Arbeitsmarkt muss ich auch am Arbeitsmarkt umgehen, also am Arbeitsmarkt in den Wettbewerb treten und da die bestmöglichen Bedingungen bieten. Und deswegen hat diese Knappheit am Arbeitsmarkt eben wirklich auch eine Seite, die klare Chancen beinhaltet. Nämlich im Wettbewerb liegt eine große Kraft, die Arbeitskräfte dort einsetzt, wo die Bedingungen gut sind, wo sie wirklich viel erwirtschaften können. Und genau das ist doch, was wir wollen. Viele befürchten, dass durch den verstärkten Einsatz von KI es zu mehr Lohnungleichheit kommt, also zwischen eher den technikaffinen Mitarbeitern und den weniger technikaffinen Mitarbeitern, die nicht so schnell
mit diesen neuen Tools umgehen können. Teilen Sie diese Befürchtung? Es kommt sehr auf die Reaktion an. Also wir haben das in der Tat gesehen, sagen wir in der Zeit der Massenarbeitslosigkeit, 80er, 90er, 2000er, da ist die Lohnungleichheit gestiegen. Das hatte nicht nur etwas mit Technologie zu tun. Das hatte auch etwas mit anderen Trends zu tun, zum Beispiel mit der Ostöffnung, wo auf bestimmte Lohnsegmente dann schlagartig großer Druck entstanden ist. Aber es hatte auch etwas mit Technologien zu tun. Und dementsprechend sollten wir da gewarnt sein, dass es sozusagen auch schlecht laufen kann. Am Ende kommt es aber darauf an, wie nehme ich Technologien auf, wie reagiere ich? Und da sieht man, naja, wenn ich mehr verdienen will, dann läuft das ja normalerweise über Produktivität. Also ich muss meine Leistung entwickeln. Und wenn ich dann in meinem Job zusätzliche technologische Möglichkeiten bekomme, dann ist das ja eigentlich ein Plus. Also einen Job zu haben, der von KI betroffen ist, das furchtbare Wort betroffen, das ist ja eigentlich gar nichts Schlechtes, sondern in dem Moment, wo ich in der Lage bin, die Technologie aufzunehmen und meine Leistung damit zu verbessern, ist das etwas Positives und eigentlich haben diejenigen das Nachsehen, die diese Möglichkeit nicht haben. So sollte man das auch mal sehen. Das heißt, nicht automatisch, das fällt bei den Löhnen zurück, indem neue Technologien eingeführt werden, sondern es kommt darauf an, ob man das positiv aufnehmen kann. Und diese Möglichkeiten sind sehr wohl da. Und da glaube ich auch gar nicht unbedingt, dass so die Linie zwischen den technikaffinen und weniger technikaffinen verlaufen wird, weil künstliche Intelligenz, generative KI, Technologien sind, wo man selber gar nicht unbedingt nur die technikaffinen Kompetenzen braucht, sondern alles, was wir sehen, ist, da braucht man auch viel allgemeinere Kompetenzen. Da geht es nicht nur um Entwicklung von KI, Programmieren und so weiter. Auch in Zukunft werden die wenigsten von uns programmieren, sondern da geht es um Fähigkeiten wie Abstraktionsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Lernfähigkeit. Da geht es um die Fähigkeit zur Selbstorganisation, um seinen Job dann auch entsprechend einzurichten und technologische Möglichkeiten aufzunehmen. Und da wird das Feld schon sehr viel breiter als nur Technikfreaks versus die anderen. In unserem Business-Podcast diskutieren wir auch, wie Unternehmen so technologische Neuerungen am besten begegnen sollten. Wir haben das jetzt schon teilweise ein bisschen angesprochen. So basierend auf den Erfahrungen aus den vorherigen technologischen Umbrüchen, welche Lektionen sollen denn Unternehmen beherzigen, um sich nun wirklich da effektiv auf die durch KI hervorgerufenen Veränderungen einzustellen? Was würden Sie denn so empfehlen? Nun, wenn ein technologischer Wind anfängt zu wehen, dann sollte man zumindest einen Mast gebaut haben, sodass man rechtzeitig ein Segel setzen kann. Das heißt, erstmal brauche ich sicherlich die Grunddigitalisierungsfähigkeit. Also wenn ich dann in vielen Bereichen doch noch weitgehend oder zumindest halb im analogen Bereich sitze, bin ich sowieso von Anwendungsfähigkeit von KI sehr weit entfernt. Das heißt, ich brauche erstmal eine grunddigitale Infrastruktur, ich brauche die Datenmodelle, ich muss rechtzeitig auf Cloud-Lösungen, auf Cloud-Computing umstellen, ich muss mich umschauen, welche Möglichkeiten gibt es in meinem Geschäftsfeld, zum Beispiel mit Big Data, Prozesse zu optimieren, Erkenntnisse, neue Analyseerkenntnisse zu erreichen. Das sind schon mal ganz wichtige Voraussetzungen, bevor ich dann anfangen kann zu sagen, okay, und jetzt mache ich daraus noch KI. Das betrifft genauso auch die Hardware-Infrastruktur. Vieles von KI ist extrem rechenintensiv, je nachdem, welche Anwendungen. Das heißt, ich muss darauf grundsätzlich vorbereitet sein. Das ist einmal so die technologische Seite, die ich auf jeden Fall herstellen sollte, damit ich dann auch anschlussfähig und reaktionsfähig bin und in der Lage bin, nach vorne zu gehen. Und dann, wenn ich das sichergestellt habe, dann kommt es darauf an, was können meine Leute? Das ist dann das alles Entscheidende. Welche Einstellung habe ich gegenüber den Technologien?
Und auch das hängt wieder wesentlich davon ab, welche Anknüpfungspunkte sehen Menschen. Sehen sie sich davon abgehangen oder sind sie in ihren Kompetenzen so weit, dass sie sehen, okay, davon kann ich profitieren, da ist mein Anknüpfungspunkt, da rieche ich Lunte, da lohnt es sich für mich zu investieren und auch Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Das heißt, die Kompetenzentwicklung ist extrem wichtig und da rate ich dringend dazu, nicht erst in Aktion zu treten, wenn man feststellt, da sind Defizite. In solchen Defiziten hinterherzulaufen, ist extrem schwierig. Also gerade auch dann Menschen in Bewegung zu setzen, wenn die Motivation einfach nur ist, Defizite zu beseitigen, sondern da muss man proaktiv dran sein. Also genau die Arten von auch allgemein, sowohl IT-Kompetenzen, aber auch allgemein Kompetenzen zu entwickeln, die nötig sind, um KI wirklich selbstgesteuert in Jobs, in Tätigkeiten aufnehmen zu können. Das heißt, rechtzeitig aktiv werden und dann kann man nämlich auch eine positive Motivation für Veränderungen im Unternehmen schaffen. Und das ist bei so einem doch extrem abstrakten Thema, glaube ich, das A und O. Ja, insbesondere weil es dann innerhalb der Unternehmerschaft auch große Unterschiede gibt, was wir aber auch andere Umfragen herausgefunden haben, dass schon relativ viele Leute mit diesen Tools arbeiten, sie zumindest mal testen, aber häufig die Vorgesetzten gar nicht wissen, dass das passiert. Also da scheint mir auch noch ein bisschen eine Lücke zu sein. Lassen Sie uns doch kurz nochmal auf das Thema Aus- und Weiterbildung in dem Bereich zu sprechen kommen, weil das haben Sie ja eben ja schon angedeutet. Wer sollte denn hier vor allen Dingen die Initiative übernehmen? Sollte hier der Staat ein bisschen eingreifen? Sind es vor allen Dingen die Unternehmen, die gefordert sind? Oder ist es die Eigenverantwortung der Einzelperson bei dem Thema, sich wirklich fortzubilden? Also per Definition ist alles das, was Sie gerade gesagt haben, relevant. Man muss nur gucken, wie kombiniert man das, dass am Ende alle ziehen müssen, weil alle an dem Prozess beteiligt sind. Das ist, glaube ich, völlig unumgänglich. Aber worauf kommt es an? Also wir haben ein abstraktes Thema, das durchaus für viele Menschen große Hürden setzt. Wenn so etwas der Fall ist, dann hilft es, in einen Kontext eingebunden zu sein, nicht auf sich selbst gestellt zu sein, sondern dann hilft es, wenn es wirklich Menschen gibt, die die Glaubwürdigkeit haben, zu motivieren, die auch die Kenntnisse haben und zu zeigen, in welche Richtung geht es, was ist für uns sinnvoll, wo sollte man die ersten Schritte laufen, bevor es dann vielleicht von selber ins Rollen kommt. Das ist im betrieblichen Kontext schon gut zu machen. Also gerade wenn man Personalabteilungen hat, die das in die Hand nehmen können, wenn man vielleicht auch Betriebsräte hat, die da wirklich auch gerade auf der motivatorischen Seite eine Rolle spielen können, wenn man eine systematische Qualifizierungspolitik hat, das kann da schon sehr viel helfen. Das heißt, bei den Betrieben würde ich wirklich eine sehr wichtige Rolle sehen, weil Betriebe auch einfach ein sozialer Ort sind, wo Menschen zusammenkommen, die sich dann gegenseitig blockieren können, wenn es schlecht läuft, aber die sich auch gegenseitig verstärken und ermutigen können, wenn man es gut in die Wege leitet. Der Staat hat dabei sicherlich auch eine wichtige Rolle, denn genau das, was ich gerade genannt habe, kann ein Betrieb auch nicht vollständig auf sich selbst gestellt machen. Betriebe sind ja auch keine Bildungseinrichtungen, also gerade kleinere Betriebe haben ja auch nicht die Kapazität, um all das in alle Richtungen abhandeln zu können, sondern da braucht es dann ganz wesentlich auch eine auch finanzielle Unterstützung. Es geht hier um Bildungspolitik und nicht nur rein um Personalentwicklungspolitik der Betriebe, sondern auch um Bildungspolitik. Beides gemeinsam, Bildungspolitik und Personalentwicklungspolitik. Deswegen sitzen Staat und Betriebe in einem Boot. Deswegen brauchen wir die Unterstützung von staatlicher Seite, die Finanzierung, vielleicht auch die Bereitstellung bestimmter Infrastrukturen, gerade für die kleineren Betriebe, die das nicht wie Konzerne sowieso alles intern aufgebaut haben. Gut, und dann kommt es natürlich am Ende auf diejenigen an, die sich da weiterentwickeln sollen und wollen, also die Menschen selbst. Und da ist es jetzt auch keineswegs immer so, dass der Betrieb besser Bescheid weiß, denn an der eigenen Tätigkeit ist man selbst ja am nächsten dran. Sie haben es ja gerade gesagt, viele setzen sowas schon ein, ohne dass das bisher schon Firmenleitlinie wäre. Dementsprechend
Also die eigene Kreativität, das eigene Vorangehen, das eigene Entwickeln der Tätigkeit, das ist etwas extrem Wertvolles, auf das auch Betriebe angewiesen sind. Und dafür sollten Menschen in die Lage versetzt werden. Laufen muss am Ende jeder selber, aber die Möglichkeiten, die Richtung dafür zu finden und die Startbedingungen, das ist etwas, wo man wirklich unterstützen muss. Genau, also Eigenverantwortung für die eigene Arbeitsmarktfähigkeit muss natürlich vorhanden sein. Und beim Thema Bildungsstaat geht es natürlich dann auch sehr um die Schulen, um letzten Endes unsere Kinder entsprechend auch fit zu machen, für diese neue Technologie und auch zu wissen, wie man sie richtig einsetzt. Ich hätte noch eine abschließende Frage zum Thema Regulierung. Es fällt ja schon auf, dass sogar Unternehmen, die von künstlicher Intelligenz profitieren oder diese entwickelt haben, von den Auswirkungen und Risiken warnen. Es sind für mich immer ein bisschen widersprüchliche Signale. Wie ernst kann man die eigentlich nehmen? Wie ist Ihre Meinung dazu? Denn häufig führt die Regulierung oder eine zu starke Regulierung dazu, dass diejenigen, die bereits im Markt vorne dabei sind, eigentlich geschützt werden. Es ist in der Tat eine zweischneidige Sache, die wir auch nicht nur in dem Bereich sehen. Also einmal kann man schon sagen, das ist ja verantwortungsbewusst. Wenn diejenigen, die Technologien entwickelt haben, die sie auch sehr gut verstehen und die vielleicht auch gut verstehen können, wo die Reise noch hingehen könnte, wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft, wenn die auch wirklich ihrer gesellschaftlichen Rolle gerecht werden und dementsprechend, wenn sie Risiken sehen, dann auch davor warnen und auch den Gesetzgeber dann entsprechend zum Handeln auffordern oder zumindest Handeln anraten. Auf der anderen Seite ist man schnell dann aber auch dabei, eher Verantwortung wieder abzuschieben. Also man selbst hat etwas entwickelt, man hat es vielleicht sogar teilweise unter monopolistischen Gesichtspunkten getan. Man sieht ganz Ähnliches zum Beispiel, wenn zig Milliarden schwere Konzerne am Ende irgendwelche sozialen Stiftungen aufbauen, um nach ihrem Gutdünken dann das Geld, was vielleicht in Marktstrukturen, die fragwürdig sind, dann zur gesellschaftlichen Last erwirtschaftet worden ist, dann wieder einzusetzen. Also auch da treten ganz ähnliche Dinge auf. Also das ist ein sehr schmaler Grat zwischen Verantwortungsbewusstsein und Verantwortung abschieben auf kollektive Akteure, die es dann wieder richten sollen. Deswegen, ich würde das jetzt nicht grundsätzlich verurteilen, ich würde aber da auch keine grundsätzliche Bewunderung dafür entwickeln, sondern man sollte diese Akteure ernst nehmen, man sollte gut hinhören, was sie zu sagen haben. Aber das sind nicht die einzigen, die irgendwie über künstliche Intelligenz nachdenken oder darüber zu entscheiden hätten, sondern die Souveränität darüber, die muss sich eine Gesellschaft selbst hernehmen. Und dann muss sie die Schritte gehen. Man wird das nicht alles in einem großen Wurf, die Regulierung am grünen Tisch entwickeln können. Aber es wird Schritt für Schritt gehen und man muss sicherlich proaktiv genug dabei sein, damit nicht immer gleich erst Wild West entsteht, dem man dann schnell noch hinterherlaufen muss, um das wieder irgendwie einzufangen, sondern damit man die grundsätzlichen gesellschaftlichen Vorstellungen, die man über den Einsatz von künstlicher Intelligenz hat, auch rechtzeitig und richtungsweisend implementieren kann. Herr Weber, abschließend zusammengefasst, ich habe den Eindruck, Sie sehen der Sache eigentlich relativ optimistisch entgegen. Gut, es entwickeln sich Technologien, die große Möglichkeiten haben, und zwar nicht nur, um Wohlstand zu erwirtschaften, sondern auch, um Arbeit besser zu machen. Also es geht ja nicht immer nur darum, dass irgendwas wegfällt, was wir bisher gemacht haben, sondern es geht ja auch darum, dass Technologien in Arbeit einbezogen werden und damit Arbeit positiver, effizienter, vielleicht auch interessanter machen können. Also man kann sich ja einfach mal fragen, wenn man Journalist ist, hat man wirklich seinen Beruf ergriffen, um dann in Nachrichtenschichten den ganzen Tag lang 0815 Texte zu generieren? Oder wenn man Juristin ist, hat man den Beruf wirklich ergriffen, um in Papierarchiven stundenlang nach Präzedenzfällen zu suchen? Oder wenn man Arzt ist, hat man den Beruf ergriffen,
um ebenso wieder stundenlang über CT-Bildern zu brüten und an irgendwelchen kleinen Mustern rumzugucken? Also wenn man jetzt sagt, nein, eigentlich nicht, dann ist man mit KI gut bedient. Ja, deckt sich gut mit meiner eigenen Erfahrung, eher die langweiligen Aufgaben des Jobs werden dadurch erleichtert. Dem stimme ich zu, Herr Weber. Ich danke Ihnen vielmals für dieses aufschlussreiche und auch sehr spannende Gespräch. Und Sie Zuhörer können weitere Informationen zu Ihrer Person, aber auch zu Ihrer Forschung in den Shownotes nachlesen. Und ich wünsche Ihnen sowohl beruflich als auch privat alles Gute. Vielen Dank. Herzlichen Dank und alles Gute weiter für den Podcast. Vielen Dank für euer Interesse und dass ihr beim heutigen Future Talk dabei wart. Hat euch die Episode gefallen? Dann zeigt uns doch eure Begeisterung mit einer 5-Sterne-Bewertung. Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren, so verpasst ihr keine Episode mehr. Und habt ihr Feedback, Fragen oder einfach Lust auf einen Austausch? Dann freue ich mich natürlich riesig über eure persönliche Nachricht. Am besten erreicht ihr mich über mein LinkedIn-Profil. Und ich freue mich schon drauf, euch beim nächsten Mal wieder bei uns begrüßen zu können. Bis dahin, genießt euren Tag und habt eine erfolgreiche Woche.